Naja, ich kann nicht. Oh, meine Güte, das war unvermittelt. Ja, läuft aber, würde ich sagen. Naja, also ich würde sagen, ihr kennt ja das ganze Spiel. Wir machen jetzt einen neuen Vortrag. Nach dem Vortrag wird es eine QA-Session geben. Also Klar. wunderbar. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, komme ich dann mit dem Zuschauermikrofon hier, diesem, zu euch rüber und werde euch das dann geben, um damit halt eure Frage auch auf dem Stream und auf der Aufzeichnung eben auch zu hören ist. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag auf der GPN 18. Heute geht es jetzt um Channelizing-Methoden in GNU Radio. Und dazu erzählt uns etwas heute Geron. Einen großen Applaus erstmal. Danke. Genau, und ohne Umschweife gebe ich jetzt einfach mal weiter und wünsche euch allen viel Spaß. Ja, hi, ich bin Gerin. Ich hoffe, das mit dem Mikrofon passt jetzt, nicht an der Ausstörungsgrenze. Ich erzähle Leuten was ein bisschen zur Kanalisierung mit GNU Radio, was GNU Radio da out of the box mitbringt. Ich sehe schon, hier sind wahrscheinlich gerade in Karlsruhe einige Core-Developer GNU Radio. Den brauche ich da wirklich gar nichts erzählen. Aber ich stelle auch ein von mir geschriebenes Out-of-Tree-Modul als ein Frequency-Domain-Channelizer vor. Noch relativ frisch, hat noch nicht mal ein Git-Tag bekommen, habe ich noch nicht spendiert. Aber ja, ich denke, er ist schon relativ leistungsfähig. Gut, ich fange erstmal mit ein paar Basics an. Da werden wahrscheinlich alle jetzt gelangweilt wegschnarchen. Und danach starten wir da ein bisschen weiter durch. In so einem nachrichtentechnischen System, oder kurze Zwischenfrage, are there any non-German speakers in the room? Super, dann bleibe ich nämlich bei Deutsch. Das Grundproblem von einem nachrichtentechnischen System, wenn A und B etwas senden und C noch etwas empfangen will, ist, dass sich beim User C, der empfängt eben die Summe aller Signale. Und damit dieser User C noch etwas davon tatsächlich auch separieren kann wieder, müssen diese eben interferenzfrei gesendet werden. Das kann jetzt folgendermaßen aussehen. Ich hoffe, das kann man noch erkennen. Wir haben hier so ein typisches Waterfall-Diagramm. Heißt eine Frequenz auf der X-Achse und auf der Y-Achse die Zeit. Und hier sieht man eben verschiedene Methoden, wie man den sogenannten Multiple Access, dass verschiedene Nutzer trennbar sind, arrangieren kann. Zum Beispiel das Ganze in der Zeit. Das wäre hier dieses geburstete Signal. Also beispielsweise ein Protokoll wäre User A sendet, User B sendet und so weiter. Oder wir trennen das Ganze in der Frequenz, hier den zum Beispiel Broadcasting Channel, der eben in der Frequenz getrennt ist zu dem gebursteten. Oder die Kombination, wir machen das Demand Assigned. Also bestimmte Kanäle werden bestimmten Nutzern von einem System zugewiesen. Und auf dem dürfen sie dann in bestimmten Zeitschlitzen auf bestimmten Frequenzen eben senden. Es gibt natürlich noch wesentlich mehr Multiple Access Methoden, da gehen wir jetzt hier nicht drauf auf, weil nicht drauf ein, weil das kein Anwendungsgebiet für den von mir vorgestellten Channelizer ist. Also CDMA oder Spatial Multiple Access Methoden lassen wir komplett raus. GNU Radio bringt grundsätzlich mal, das ist das Einfachste, einen FER oder FFT-Filter Channelizer mit. Eben das Grundprinzip, wir mischen das Signal auf eine bestimmte Trägerfrequenz, setzen einen Tiefpassfilter drauf und dezimieren. Das Problem dabei ist, dass wir eben für jeden Kanal brauchen wir eine so eine Filterkombination. Gerade wenn wir sehr viele Träger haben, nebeneinander, müssen wir eben auch sehr viele parallele Filterzüge aufbauen. Für sehr schmalbandige Kanäle nutzt man am besten einen FFT-Filter. Ich denke, da erzähle ich den meisten hier wirklich nichts Neues, deswegen springe ich da ziemlich drüber. Einfach weil der FER-Filter sonst viel zu viele Tabs hat und das numerisch nicht mehr unter Kontrolle zu kriegen ist.
Nichtsdestotrotz, auch bei dem FFT-Filter steigt die numerische Komplexität, weil jeder FFT-Filter in GNU/Radio halt eine eigene FFT macht. Und ist man halt mit ein paar Channels nebeneinander schnell überfordert numerisch. In GNU/Radio lässt sich das Ganze nichtsdestotrotz für einzelne kleine Kanäle in Projekten mit dem X-Lating FIR und FFT-Filter ziemlich gut realisieren. Ich denke, das ist auch für alle hier nichts großartig Neues. Da tappen wir hier mal kurz raus. Und ich zeige das mal hier kurz. Das wäre jetzt zum Beispiel mein ursprüngliches Signal. Und ich möchte jetzt den Kanal, sagen wir mal, bei 0,3 und bei 0,45 hier extrahieren. Also setze ich mir jeweils einen X-Lating FAA-Filter drauf mit entsprechender Frequenz eingestellt, einmal 300 Milli und einmal 450 Milli und danach wieder das Waterfall-Diagramm. Und so bekomme ich dann den Channel 0,3 und den Channel 0,45. Problem, wie gesagt, wenn ich das für alle mache, ist der Workload einfach ziemlich hoch. Genau, soweit denke ich für alle überhaupt kein Problem, ne? So, dann gibt es den Polyphase Channelizer, der ist auch out of the box mit dabei. Der teilt das Signal in gleichmäßige Teile auf im Grunde. Also, da gehe ich auch nur kurz drüber, der spielt da auch wieder kaum eine Rolle für die Anwendungsfälle. Hier werden praktisch aus dem Signal vier Signale, also vier Einzelkanäle extrahiert. Problem beim Polyphase Channelizer ist, dass die Samplerate des ursprünglichen Signals extrem auf die Kanäle passen muss. Und wenn es da, eventuell muss man da eben viel umsamplen, was auch wieder ein großer Workload ist. Meine Erfahrung ist, der Polyphase Channelizer funktioniert nicht für mehr als 20 Kanäle parallel. Ist einfach meine Erfahrung, aber das muss natürlich jeder selber wissen. Auch den zeigen wir kurz. So, hier jetzt mit drei Kanälen gemacht. Wie gesagt, es muss exakt passen, das ursprüngliche Signal. Ansonsten bekommt man hier nicht die einzelnen Kanäle raus. Es wird einfach nur gerne Platz nehmen. Okay. Es wird einfach nur das Signal im Grunde aufgeteilt. Genau, das sind soweit die Bekannten. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Inhalt, der Frequency Domain Channelizer. Die Idee ist jetzt einfach, ich mache mal eine FFT von dem Signal, nehme dann nur die Samples von jedem Kanal, der mich interessiert, nehme da also irgendwie eine Window-Funktion da drauf, shifte das Ganze, mache einen FFT-Shift, sodass das Ganze nicht mehr von, wenn wir den Träger in der Mitte haben, von 0 bis Sample Rate geht quasi, sondern dass der Träger auf der Frequenz 0 liegt. Und machen danach die inverse FFT. So mal als ganz grob Idee. Jetzt wird die Folie etwas voller, wir gehen da gleich aber nochmal mit einer Erläuterung drauf ein. Da gibt es ein paar Notwendigkeiten dafür. Also zum Beispiel die Blocklänge für die FFT sollte eine Potenz von 2 sein, für die Effizienz der Fourier-Transformation. Zudem brauchen wir einen Overlap vom Signal, weil wir machen da im Grunde ja eine Window-Funktion, wenn wir auch nur die Samples ausschneiden, das ist ein Rechteckfilter, was wir da drauflegen. Ohne Overlap bekommen wir sonst von jedem Block zum anderen Block Störungen, also Sprünge in Amplitudensprünge. Das ist einfach Fast Convolution, also schnelle Faltung, kann jeder nachschlagen, wenn es da Defizite gibt. Grins. Die Window-Funktion, mit der wir da multiplizieren, wie gesagt, die Samples einfach ausschneiden, kann natürlich ein Rectangular sein, aber dann brauche ich natürlich auch mehr Overlap, was dann auch wieder meine Komplexität erhöht. Die Kanalbandbreite von den ausgeschnittenen Samples muss davon hier wieder eine IFFT machen, heißt, die sollte auch eine Power, also eine Potenz von 2 sein und in der Folge sollte der Dezimationsfaktor
eben auch eine Potenz von 2 sein, weil klar, ich kann nicht, ich kann nicht 7,5 Samples wegschmeißen, ausschneiden, sondern es muss halt auch eine Ganzzahl sein. N durch D muss eine Ganzzahl sein, heißt D muss auch eine Potenz von 2 sein. Genau. Und in der Folge, weil ich ja später den Overlap, den ich vorher dazugenommen habe, wieder wegschmeißen will, muss auch das eine Potenz von 2 sein, weil L durch D auch wieder ganzzahlig sein muss. Wie gesagt, wir gehen jetzt nochmal ein bisschen im Detail drauf ein. Aber das sind mal so die Notwendigkeiten Bottomline up front. Genau, also, was passiert da? Wir haben ein Eingangssignal. Von dem Eingangssignal teilen wir das Ganze in Blöcke mit einem Overlap. Am Anfang eben mit einem Nullvektor und danach einfach immer von jedem Block das Ende von jedem vorangehenden Teil. Im nächsten Schritt machen wir von diesen geoverlappten Blöcken die Fourier-Transformation und bekommen dann für jeden Block K einen Vektor RK raus. Ich habe jetzt hier das Ganze mal einfach als Amplitude dargestellt, aber das ist der Vektor. Das sind einfach komplexe Samples hintereinander. Was wir jetzt machen wollen, ist eben diesen einen Channel rausziehen. Heißt, wir nehmen einfach von irgendeinem Channel bis zur Channel Size, nehmen wir die Samples und multiplizieren da dann ein Fenster drauf. Und machen davon wieder die blockweise IFFT. Und dann bekommen wir quasi diesen Overlap-Teil und dann L durch D bis N durch D Teile, die reduziert für diesen einen Kanal. Schmeißen diese Samples hier weg, das war der Overlap vorher. Wichtig, L durch D Samples sind es immer. Genau. Und dann haben wir unser ursprüngliches, dann haben wir das kanalisierte Signal wieder. Wenn später noch Bedarf besteht, gehe ich gerne noch ein bisschen mehr auf die Mathematik ein. Das ist, da ist noch ein kleiner Fallstrick drin mit dem Offset hier. Da kann es zu Phasensprüngen kommen, wenn wir da, wenn der nicht korrekt gewählt wird oder man beim Windowing etwas falsch macht. Wie gesagt, ich gehe gerne später nochmal drauf ein. Für den Moment war es, denke ich, schon relativ viel. Kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Modul, das ich vorstelle. primär, der Kern von diesem Modul ist ein Higher-Block. In dem Higher-Block werden die Blöcke gemacht, dann gibt es einen Overlap-Safe von diesen Blöcken, dann kommt eine FFT und dann gibt es drei Teilblöcke. Einen konstanten Output, der macht quasi nichts anderes als ein FFT, also ein X-Lating FFT-Filter, nur dass die FFT eben hiermit nur einmal gemacht werden muss. Dadurch kann ich die X-Lating FFT-Filter eben parallelisieren. Dann das gleiche wie den konstanten Output, aber mit einer Detektion auf dem Vektor im Spektrum, um zu erkennen, ob der gerade ein Träger aktiv ist. Einfach nur über einen Threshold zur vorhergehenden Leistung, die dort vorlag. Und da wird das Ganze eine Zeit lang aufgenommen. Und dann, wenn dann erkannt wird, da ist ein Ende vom Träger, dann wird das Ganze eben über Message Passing oder in den File weitergeschickt. Und zuletzt der Detection-Teil. Hier gebe ich nicht einen fixen Carrier an, sondern ich gebe einen Range an, sagen wir mal von 0,1 bis 0,3. Und in diesem Segment werden dann Träger selbstständig gesucht. Selbstständig suchen heißt, ich erkenne auch wieder die Flanken von von Trägern, aber ordne das eben dann, also aktiviere dann einen Kanal, ich sage, hier ist ein Kanal, und erkenne dann in allen weiteren Blöcken, ob dieser Kanal noch aktiv ist oder ob es Überschneidungen gibt etc. Das habe ich viel erzählt. So sieht das Ganze dann aus. Hier drüben habe ich den Power Activation. Da sieht man, er erkennt jeden einzelnen Burst, schreibt den raus und schickt den dann weiter. Den Throughput habe ich jetzt nicht markiert, aber das wäre dann quasi einfach so ein typischer Fall, um einfach die Samples rauszuschreiben. Und in dem Segment von 0,1, weiß ich nicht mehr, 2 oder so, bis 0,8, weiß ich nicht mehr, ich glaube 3, da habe ich eben den Detection-Teil aufgeschaltet. Und hier werden eben die ganzen Träger erkannt. Der hier wird jetzt in dem Fall nicht erkannt, weil er einfach
wahrscheinlich außerhalb der, der Range war, die ich da definiert habe. Genau, da ihr mir das jetzt so nicht glaubt, wenn ich da ein Bild anschmeiße, machen wir das mal. Schon mal vorweg, kommt später nochmal. Ein Problem, das ich habe, ist die Visualisierung davon. Ich habe mich nicht nähergehend mit der, zum Beispiel mit dem Qt GUI Waterfall Block beschäftigt, aber ich glaube, der hat keine API, um da irgendwie noch selbst Pixel einzuzeichnen. Weiß ich nicht abschließend, aber glaube ich. Gut, das ist eine. Wenn einer sagt nein, dann ist das jetzt so. So. Ist wahrscheinlich auch ein Spezialfall. Ich habe das jetzt so gelöst: mein Blog, der hat einen Logging-Flag und damit schreibe ich einfach jedes Mal, wenn ein Kanal deaktiviert wird, schreibe ich die Parameter in einen Log-File und jedes Spektrum-Block, den schreibe ich noch über eine File-Sync einfach wohin. Und mache jetzt über ein Python-Skript, werte ich das Ganze einfach offline danach aus. Ist keine schöne Lösung, aber es ist mal was. Ne? Denn, wie gesagt, wenn wir hier den Frequency Domain Channelizer laufen lassen, hier einfach nur die File-Source mit dem Programm, den Throttle, um das Ganze, meinen Prozessor ein bisschen zu schonen in der Temperatur, den Throughput-Channel, den schmeiße ich einfach weg in den Null-Sync und der hier steckt, wie gesagt, der ganze Rest drin. So, und wenn es läuft, dann ist hier halt kein Grafikelement, da sieht man halt einfach nichts. Wie gesagt, die Visualisierung ist ein Problem, aber er schreibt gerade alles in die Files. So, gucken wir uns das mal an. Wie gesagt, hier das Python-Skript. Was mache ich hier? Ich lade das Signal, also das ist das Spektrum, ne? Sag ihm, was für eine Blocklänge ich da eingestellt hatte, mach den Waterfall, den hole ich mir, also die Image-Daten davon, und dann parse ich hier meine Log-Files. So, und jetzt mache ich für jeden Channel, den es hier so gibt, solange der Channel nicht irgendwie, weiß ich nicht, gerade nicht passt, was nicht passiert, ich könnte auch noch ein Print mit reinmachen, damit man sieht, dass da nichts Schlimmes passiert ist. Und dann zeichne ich einfach roh in die Image-Daten hier rein. So, genau, das wäre jetzt noch der Oberknüller, wenn ich das Ganze noch so ausgeben würde. Zack, eben. Danke. Genau, und wie gesagt, hier sind ziemlich sauber alle Kanäle erkannt. Ich sehe jetzt gerade auch kein größeres Problem. Hier ist es ein bisschen knapp mit der fallenden Flanke davon, aber das ist eine Parameterfrage. Können wir gleich auch gerne noch drauf eingehen. Genau. Das ist das. Soll ich es nochmal anmachen, damit man sieht, dass es unterschiedliche Längen sind? Oder so? Ihr glaubt es mir, oder? Steht doch auf GitHub, kann jeder gerne reingucken, selber ausprobieren. Also, so ist nicht. Genau. So, ich komme mal gleich zu den Problemen und zu den To-Dos. Also, Dokumentation. Ich habe schon einiges heute noch geschrieben. Ich habe mir hier mal 3 Stunden Zeit genommen und habe wirklich nur reingeschrieben, was macht jeder Parameter. Aber ich glaube, da sind alle dankbar, wenn sie mal so einen Block in die Hand bekommen. Wie gesagt, Visualisierung ist ein Problem. Es wäre halt cool zu sehen, was wird da gerade gemacht im Live-Betrieb. Muss ich mir noch Gedanken drüber machen. Wie gesagt, habe ich noch nichts. Habe ich auch noch keine vernünftige Idee, wie man es machen könnte. Ich hatte mal diese Blöcke, hatte ich mal einzeln. Da habe ich das so gemacht, dass ich eine Vector-Sync, also ich habe das Spektrum, also die Power Spectral Density, habe ich als einen Vektor ausgegeben und den anderen Vektor war quasi einfach nur eine Markierung, wo ist ein Channel. Dann habe ich die übereinander gelegt. Schön ist das aber nicht. Wie gesagt, diese Darstellung mit den Vierecken von wo bis wo, wie lange, ist halt schöner als einfach nur im Waterfall-Diagramm als in der Frequency, also als eine Vector-Sync. Genau. Ein weiteres Problem sind, nochmal hier hingehen, was ich ja hier mache, trotz des Overlaps, ist, dass ich hier ein Rectangular Window auf mein Zeitsignal nehme und dann die FFT davon mache. Heißt, hier in der Frequenz falte ich einen SI-Impuls drüber. Und das macht mir diese ziemlich hässlichen Ausläufer des Signals hier. Das ist einfach nur mein Window, das ich halt drauflege in der Zeit. Eine Möglichkeit, das möglicherweise zu lösen, wäre,
wenn wir nochmal aufs Zeitsignal hier beim Overlap gehen, dass ich den Overlap aufteile. Sagen wir mal, wir nehmen jetzt hier die Hälfte Overlap. Dann mache ich so einen Block an den Anfang und ich mache einen Block ans Ende, mache da eine Rising Edge drüber, quasi, ne? Also ein Hand Window im Grunde. Also ein Hand Window hier und ein Hand Window hier. Und schmeiße dann später dieses Hand Window weg. Mag dann aber sein, dass der Overlap damit quasi unwirksam wird. Also es ist, beißt sich alles so ein bisschen. Für den Moment bleibt es ein Rectangular Window. Da müsste ich jetzt viel mit experimentieren. Genau. Und diese Slow Edges, nenne ich die mal, die führen eben zu Fehlerkennungen von Carriern. Ich habe hier mal nach ein paar Durchläufen so einen gefunden. Da glaubt er halt, da wäre ein Carrier. Was noch von Zeit zu Zeit passiert, wenn man die Schwellwerterkennung falsch einstellt, ist, dass er zum Beispiel, also wenn er ein Rising Edge nicht findet, klar, dann fehlt der Carrier. Schlimmer ist, wenn er den Falling Edge hier nicht findet. Ne? Weil dann geht der Channel plötzlich von hier bis zum Beispiel hier drüben. Und der bleibt auch eine Zeit lang aktiv, weil wenn ich im nächsten Durchlauf den hier erkenne, mache ich es momentan so, dann sage ich, der ganze Carrier ist noch aktiv. Einfach damit auch zum Beispiel analoge Signale, wo eben die Power Spectral Density über die Zeit sehr stark sich verändert, damit die auch vernünftig mitdetektiert werden. Genau. Was ist noch ein Problem? Naja, ich bin kein Entwickler, ich bin halt Nachrichtentechniker und so programmiere ich auch. Also viel Spaghetti-Code, aber ich glaube auch, dass das in GNU-Radio an vielen Stellen nicht... Ich habe nichts gesagt, Entschuldigung. genau. Und was noch ein Problem ist, klar, wir haben jetzt hier nur rohes Signal, als das jeder Channel ausgeworfen wird. Also wie gesagt, über Message Passing, was jetzt danach mit passiert, ist in meinem Channelizer völlig scheißegal. Entschuldigung. Tatsächlich war aber das eine Hauptmotivation. Da lade ich auch gerne jetzt unsere Machine Learning Leute zu ein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man da hinten dran auf die einzelnen Messages super ein Machine Learning Algorithmus draufsetzen kann, um zu erkennen, ist das jetzt eine FSK, ist das jetzt eine lineare Modulation, ist das was Analoges. Klar, wenn wir auf Symbolebene sind für digitale Verfahren, können wir mit Higher Order Statistics oder Kumulanten sehr leicht die Modulationsart drunter schätzen. Aber wie gesagt, erst auf Modulationsebene, Trägerfrequenzerkennung, Clockfrequenzerkennung, Phase, das ist natürlich da noch gar nicht mit drin. Und das Ganze blind und automatisiert zu machen, ist halt eine Herausforderung. Wie gesagt, wenn da jemand Gedanken zu hat, dann bin ich da dankbar drum und würde auch gern an dem Projekt damit teilhaben. Gut. Das war's von dem Teil. Ich würde sagen, wir machen jetzt Fragen, weil ich glaube, der Mathe-Teil, wenn es jemanden interessiert überhaupt, ich kann es mir auch gerne sparen, den können wir da anschließen. Danke. Gut, dann fangen wir einfach mal an mit den Fragen hier aus dem Publikum. Dann bitteschön. Danke. Die Fensterung kannst du direkt im Frequenzbereich machen. Genau. Ja. Das heißt, nach der ersten FFT für die Visualisierung, also gerade ein Hamming-Fenster. Nach der ersten nach der FFT? Ja. Genau, also du hast ja links unten diesen FFT-Block. Ja. Und normalerweise macht man das ja im Zeitbereich vor der FFT mit den Signaldaten. Ja. Aber du kannst die Fensterung auch ohne weiteres nach der FFT machen. Über eine Reverse Convolution oder was? Über eine einfache Faltung quasi mit den Fensterkoeffizienten, mit denen das Fenster ja normalerweise generiert wird für den Zeitbereich. Mhm. Also für ein Hamming-Fenster hast du ja üblicherweise nur 3 Koeffizienten, beziehungsweise gespiegelt sind es ja quasi nur 2. Und dann kannst du das einfach anwenden und dann sieht es auch entsprechend schöner aus. Okay. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Funktioniert. Okay. Also wie gesagt, da müsste ich ja was falten drüber, sonst. Ja. 3 Koeffizienten. So. Einfach nur 3 Koeffizienten vom Hamming, das heißt im einfachsten Fall. Ja. Mittlerer Koeffizient 1, links und rechts 0,5. Okay. Im Frequenzbereich durchfalten und fertig ist es. Ja. Und für ein komplizierteres Fenster sieht es halt ein paar Koeffizienten mehr. Das heißt, die Faltung wird halt entsprechend aufwendiger. Ja. Mhm. Aber im Normalfall reicht ja das normale Hamming-Fenster völlig ausreichend, also damit es visuell halbwegs aussieht. Ich hatte mir mal was anderes überlegt. Das war mein ursprünglicher Plan, dass ich hier im Grunde 2 FFTs mache. Ich mache die komplette Block-Size und ich mache noch eine mit einer reduzierten Block-Size, zum Beispiel um 8 reduziert, ne, und mache dann Bartlett-Window drüber. Um das zu mitteln, beziehungsweise kann da dann halt auch auf den Zeitbereich Fenster drauf machen, um eben die Träger besser zu erkennen, eben wenn das über ein Bartlett ist.
Das war mein erster Ansatz. Problem ist dann halt, dass ich hier immer zwei durchgebe, was ich einfach nicht so schön fand. Und deswegen mache ich es momentan, wie gesagt, stumpf auf die FFT. Aber wie gesagt, ob ich da das Zeitfenster, wenn ich hier vorne Zeitfenster, also ob ich das da numerisch vernünftig hinbekomme, weiß ich nicht genau. Ist alles aufwendiger als nur diese drei Koeffizienten-Faltung. Okay. Weitere Fragen? Wenn nicht, würde ich vorschlagen, machen wir einfach mal den Mathe-Teil, oder? Ach nee, wir haben da vorne noch einen. Moment. Mir ist noch aufgefallen, dass die erkannte Trägerfrequenz noch von den Nachbarkanälen leicht beeinflusst wird. Also wenn man da diese Quadrate anschaut, ist die ja zum Beispiel auf der rechten Seite leicht verschoben. Also sie ist ja nicht zentriert genau. Momentan habe ich hier eine Block-Size von 1024, das ist nicht sonderlich viel. Ich kann gleich gerne nochmal die Parameter zeigen, die der Block kriegt. Unter anderem gebe ich auch einen Mindestkanalabstand an. Und aufgrund des Mindestkanalabstandes reduziere ich nochmal die Samples, damit ich einfach nicht so viele Samples die Threshold zählen muss und noch ein bisschen einen Average-Effekt reinkriege. Ne? Und so ein leichtes Verschieben kann auch dadurch passieren, dass ich dann halt, wie gesagt, die Auflösung nicht mehr hundertprozentig habe. Wäre eine Möglichkeit, deswegen könnte es verschoben werden, weil hier haben wir es ja auch, ne? Und da passt das Fenster auch nicht hundertprozentig, also da passt es ziemlich gut. Und da müsste es ja dann genauso passieren. Also meine Vermutung an der Stelle wäre einfach, dass hier der durch die künstliche Auflösungsverringerung, die ich da eben habe, also die ich da implementiert habe, kann ich auch rausnehmen, über den Parameter, dass dadurch das Fenster ein bisschen verschoben wird. Genau. Tatsächlich würde ich sowas hier aber lösen, indem ich einfach die Mindestkanalbreite ein bisschen breiter mache. Ne? Ich meine, ob es jetzt zwei Samples pro Symbol oder drei Samples pro Symbol sind, macht keinen Unterschied mehr zu was auch immer es vorher waren, 70 Samples pro Symbol. Ja. Und dann es liegt da in jedem Fall drin, wie gesagt, Carrier Frequency, Sync muss man eh machen. Aber danke. Noch weitere Fragen? Ich hoffe, Sie haben nicht einen Core-Radio-Vortrag erwartet. Nee. Okay. Ich bin noch nicht glücklich da. Also. Super. So. Dann machen wir kurz den Mathe-Teil. Wie gesagt, wer nicht Mathe-affin ist, der kann auch gerne flüchten, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Erstmal definiere ich ein paar Sachen, zum Beispiel die Blocklänge. Das ist eine Power von 2, habe ich gesagt. Dann haben wir die Overlap-Länge auch als Power von 2 und den Decimation-Faktor, der auch kleiner gleich L ist, der ist auch eine Power von 2. Genau. Jetzt definieren wir noch den relativen inversen Overlap. Was bedeutet das? Wenn ich 25% Overlap nehme, also ein Viertel, dann ist der relative inverse Overlap des Psi halt 4. Und dieses Psi, dadurch, dass es N durch L ist, klar, ist ja. Der Overlap wäre ja L durch N, der relative, und der Kehrwert davon, N durch L, Potenz von 2, Potenz von 2 ist auch wieder eine Potenz von 2. Und wir haben den Offset in der Frequenzdomäne. Ich gehe nochmal ein paar Folien zurück, ich springe jetzt hier viel durch, sorry. Hier. Der Offset ist quasi die Nummer dieses Samples, von 0 bis die Nummer. Genau, und die nenne ich jetzt mal klein Sigma. Genau. Wenn das hier unsere Power Spectral Density ist und ich möchte die, gut, das Rot kann man jetzt wieder nicht sehen, von den 16 Samples Block Size möchte ich den Kanal ab dem ersten Samples für insgesamt 8 Samples. Dann wäre N durch D, 8 Samples, die gilt es zu extrahieren, und der Channel Offset die 1. Wenn wir das Ganze im Zeitbereich implementieren würden, dann würden wir da eine Multiplikation mit einer Exponentialfunktion, mit einer komplexen Exponentialfunktion, also einfach den Carrier, wählen, dann einen Tiefpass und eine Dezimierung. Wenn wir uns das überlegen, was der Frequency Domain Channelizer da macht, dann haben wir hier einen Shift von Sigma, das hier entspricht der Window-Funktion, die wir multiplizieren, und bei dem Dezimieren ist es halt hier das Wegwerfen aller Samples außenrum. Genau.
dieser Shift, ich bleibe jetzt mal kurz in der Zeitdomäne, weil es da ein bisschen leichter zu erklären ist. Dieser Shift von Sigma durch N um 0 bis N. Nach der Dezimation und der inversen FFT und wenn der Overlap weggefallen ist, sieht das Ganze so aus. Dann haben wir eine Exponentialfunktion von 2πj Sigma durch N L bis N. Ne? Wie gesagt, der Overlap davor ist gelöscht, es geht von L bis N. Und was wir jetzt als Problem haben von Blöcken, die hintereinander sind, ist, dass diese Exponentialfunktion eben eine ganzzahlige Periode haben muss in dem Block, also in dem resultierenden Block. Heißt, vom ersten Sample, das ist das älte Sample, muss die Phase gleich sein zu dem quasi Anfangssample des nächsten Blocks und das ist dann halt N. So, dann das führt uns dann zu, this leads to, wenn man das Ganze einfach nur umstellt, zu bla bla bla, 1 minus 1 durch Theta und hier vorne steht Sigma. Sigma ist eine natürliche Zahl und oder die 0. Heißt, die 1 hier fällt schon mal weg. Ne? Und was Ihnen übrig bleibt, sind 2πj Sigma durch Psi. Also das der Offset geteilt durch den relativen inversen Overlap. Und jetzt, wann ist das hier erfüllt, dass die Exponentialfunktion 2πj und so weiter gleich 1 ist? Naja, immer, wenn das hier eine ganze Zahl ist, das Psi, Sigma durch Psi. Ist, glaube ich, easy. Genau. Und das wiederum ist nur der Fall, wenn Sigma modulo Psi gleich 0 ist. Heißt, wenn es ganzzahlig teilt oder 0 ist. Genau. Das ist schon mal eine ganz interessante Aussage. Heißt, den Offset kann ich nicht beliebig genau positionieren, wenn ich das so implementiere. Wenn ich quasi als Window-Funktion einfach nur irgendeine feste Window-Funktion nehme. Das ist kein Problem, wenn man große Blocklängen hat, weil bei großen Blocklängen da sind ein paar Samples mehr oder weniger, ob ich jetzt 3 Samples nach links oder nach rechts gehe, entspricht einem sehr kleinen Frequenz-Offset. Da ist es unkritisch. Für kleine Blocklängen ist es halt wiederum kritisch. Und das löst man, also kann man noch lösen. Der Phase-Shift von einem Block zu Block ist immer 2πj Sigma durch Psi. Ich will nur Psi durch Sigma sagen, egal. Und Psi durch Sigma durch Psi sind halt nur Psi verschiedene Werte. Heißt, ich kann das auch im Window bereits, kann ich den Phasenshift, den es haben wird, schon kompensieren. Ne? Nehmen wir ein Beispiel. Sigma ist 1 und Psi ist 4. Vom ersten Block zum zweiten Block habe ich einen Unterschied von Pi halbe. Von Block zu Block wieder Pi halbe, heißt der zweite Block hat dann Pi und der letzte hat dann 3 Pi Viertel, 1,5 Pi und dann sind wir wieder vorne bei der Phase 0, abhängig von Sigma eben immer. Genau, und das kann ich halt durch die Window-Funktion kompensieren, indem ich einfach, gehen wir nochmal ein paar Schritte zurück, indem ich hier nicht eine Window-Funktion nehme, sondern eine Lookup-Table mit in dem Fall 4 Windows. Und dann ist das Ganze auch nicht mal ein numerisches Problem. Fangen dann nicht immer alle an zu jubeln, wenn irgendeine Flasche rumgefallen wird? Egal, alles klar. und dadurch habe ich nicht mal ein numerisches Problem, wenn ich das dass das irgendwie eine Performance kritisch wäre, weil die Werte sind ja schon da und es sind auch nur 4 für jeden einzelnen Kanal. Das ist, ja, Frage. Ja. Genau, das war der erste Ansatz. Genau, dass ich immer wieder auf einen Modulo vom, das Sigma so wähle, aber wie gesagt, für kurze. Alles klar. Die Frage war, ob ich nicht einfach das IFFT-Fenster eben entsprechend anpassen kann, dass Sigma eben Modulo Psi gleich 0 ist.
Ja, das kann ich machen. Wie gesagt, für lange Blocklängen total unkritisch, weil der Frequenzversatz ist minimal. Aber für kurze Blocklängen ist halt der Frequenzversatz möglicherweise doch relevant. Oder war das nicht die Frage? Nee, aber machen wir nachher. Alles klar. Dann klickere ich hier nochmal durch. Ich glaube, die Hälfte der Zeit habe ich jetzt hier geklickert. Macht aber nichts. Das kann ich nämlich auch gut. Genau. Und, ja, genau, das war's. Durch dieses, wie gesagt, durch die mehreren Windows, die dann einfach in der Phase gedreht sind, die Amplitude ist identisch, kann ich so eben den Shift, den es haben wird, einfach anpassen. Und das mache ich auch eben in den Blöcken, die dort implementiert sind. Genau. Und wenn ich nicht jetzt ein 128stel Overlap wähle, was auch nicht wirklich realistisch ist, denke ich, aber wenn ich nicht ein 128stel Overlap wähle, dann kann ich das auch durchaus realistisch eben als Lookup-Table implementieren und muss nicht ständig bei jedem Block immer neu die Phase berechnen. Genau. Und das dürfte jetzt wirklich gewesen sein. Danke. Ja, vielen Dank. So, habt ihr jetzt weitere Fragen? Na gut, also wie gesagt, war ein wirklich sehr umfassender, tiefgehender Vortrag. Ich bin mir auch sehr sicher, dass Geron nachher irgendwie auch in kleinerer Runde hier mit Sicherheit für noch einige Diskussionen oder so zur Verfügung steht. Nee, ich habe jetzt Urlaub. Ja, okay. Wo geht's hin? Nee, alles gut. Ich bin da. Also gerne, klar. Ich habe vorhin schon die Nachrichtentechniker da draußen gesucht, aber irgendwie sehe ich immer nur irgendwelche Marteleuchten oder sowas. Aber naja. Naja, die LED-Ära hat angebrochen. Genau. Und die Machine Learning-Leute. Ja. Naja, gut. Tja, gibt es mehr Hochfrequenz? Ich glaube, bestimmt irgendwo in weiteren interessanten Vorträgen. Ich glaube, es gibt noch, da stellt jemand für das GNU Radio Iridium, stellt jemand vor. Mhm. Also Satellitenkommunikation, so ein SATCOM-Handynetz. Ja, bin gespannt, schaue ich mir gerne an. Eigentlich sollte der hier, glaube ich, danach kommen, aber wurde nochmal umgestellt. Ne? Ist möglich, ich habe jetzt den Schedule nicht vor Augen. Na gut, dann danke ich euch auf jeden Fall mal für eure Aufmerksamkeit und viel Spaß noch bei allen weiteren Vorträgen und auf der GPN. Vielen Dank.